Okay, da war nichts. Was haben wir da momentan? Kann ich hier irgendetwas nehmen? Oder irgendwo hingehen? Mein Auge, weil das alles sieht. Kann ich irgendwie tauschen? Können wir unsere Tickets tauschen? Ich habe die Nummer 7. Nicht wirklich, nein, kein Interesse. Können wir unsere Tickets tauschen? Ich würde dir gerne helfen, aber ich muss meines jetzt selbst helfen, also nein. Vielleicht hilft ja jemand. Könnt ihr diese Tickets tauschen? Und davon habe ich ja nichts, tut mir leid. Ich könnte ihm ein Horn abschneiden. Können wir unsere Tickets tauschen? Ich habe nur sie. Nein, ich muss wissen, ob ich Schmerzen habe. Ich muss wissen, welche Krankheit ich habe. Was ist, wenn ich herausfinde, welche Krankheit du hast? Gibst du mir dein Ticket? Klar, wenn ich dann noch da bin, wenn du zurückkommst. Ich möchte ihm wirklich mal probieren, das Horn abzuschneiden. Okay, wenn er alles sieht, vielleicht kann ich jetzt fragen. Das war hier. Entschuldigung, ich brauche deine Hilfe. Natürlich tust du das. Wie kann ich dir helfen? Kannst du mir sagen, an welche Krankheit die Kreatur mit Ticket Nummer 2 leidet? Er wartet im Wartezimmer. Schau dir mal. Ich sehe ihn. Er hat keine Krankheit. Er ist nur Kopfschmerzen, ausgelöst durch zu wenig Leid in ihm. Wow, kannst du mir irgendwie helfen? Ich brauche sein Ticket. Wenn du so viele Tränen meinst, dass die Flasche auffüllst, geht das. Aber vergiss nicht, die Tränen müssen echtes Leid verursacht werden. Das wird kein Problem sein. Dein Leben ist momentan sehr problematisch. Ich dachte, alles wäre besser, wenn ich mein Kätzchen finden würde und nach Hause kam. Aber jetzt ist alles so verwirrend. Tante Grace ist total verrückt. Es war schrecklich, mit ihr zu sprechen. Ich habe ihr wirklich vertraut. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mabuka sagte, dass ich für etwas ausgewählt wurde. Aber sie ist wieder eingeschlafen, beantwortet meine Frage nicht. Ich brauche meine ganze Normung für Mr. Mitten, ist mein größter Trost. Ich will nur finden, damit die Nachhinterste genug glücklich sein können. Herrlicher Schmerz, so tiefgründig. Die Flasche ist nun gefüllt mit deinen Tränen. Gib sie dem Wesen, das dein Ticket hat. Und jetzt geh, die Zeit wartet auf niemanden. Danke, ich gehe jetzt. Tschüss. Ich finde die Musik einfach cool. Hier, trink das, dann fühlst du dich besser. Willst du mich vergiften? Haha, wie süß, schauen wir mal. Schmeckt mir das tiefgrünigste und dunkelste, das ich je getrunken habe. Gib mir mehr! Nein, lass mich in Ruhe, du hast gesagt, ich bekomme deinen Tickel, wenn ich dir helfe. Okay, okay, bitteschön. Dann danke, deine Tränken schmecken sehr, sehr lecker. Okay. Ha, der Patient ist weg. Hallo Patient Nummer 2, wir tun, was wir können, um sie zu retten. Hast du einen Termin? Nun, nicht wirklich. Sie haben gesagt, sie sollen Nummer ziehen und warten. Tut mir leid, wir helfen Kranken ohne Termin nicht. Aber ich bin nicht krank, ich habe mein Kätzchen verloren, will es wiederfinden. Ein verlorenes Kätzchen, keine Sorge, das ist eine natürliche Reaktion auf eine Krankheit. Aber du hast sehr viel Glück gehabt, wir viele verlieren stattdessen den Verstand. Glück, wie bekomme ich denn da einen Termin? Ruf mich einfach an, hier ist meine Karte mit der Telefonnummer. Okay, warum muss ich sie anrufen? Warum können sie mich jetzt einen Termin ausmachen? Oh, das wäre albern, denn gerade jetzt warte ich auf deinen Anruf. Na gut, ich rufe sie dann mal an. Okay, das ist jetzt gerade ein klein wenig unnötig.
Geht es? Das kann ich nicht tun. Warum kann ich das nicht tun? Was, habe ich jetzt die falsche Nummer gewählt? Den Ton her. Oh, hallo. Sie sagten, ich soll anrufen, um einen Termin zu machen. Frame Bow hier. Ich habe jetzt Zeit. Nein, ich habe Augen. Wirklich? Okay. Wir sehen uns in einer Minute. Gut, danke. Tschüss, ja, tschüss. Hallo, Patient Nummer 2. Haben Sie einen Termin? Ja, Frame Bow ist mein Name. Und der Termin ist jetzt. Schauen wir mal ins Archiv. Ah, da sind sie ja. Der Doktor wird in einer Minute da sein. Einfach durch die rechte Tür gehen. Oh, danke. Tut mir leid. Sie haben mich erschreckt. Sie sehen ziemlich blass aus. Ja, ein Albtraum. Du siehst aus wie ein gesunder Mensch. Danke. Ich glaube, wenn ich bitten dürfte, ich habe einen Termin. Ist eigentlich egal, weil es mich nichts angeht. Das ist eine der weißen Geister. Du hast noch nicht beschlossen, dein Leben zu beenden. Ist das Schwert noch nicht genug? Du bist Remo, oder? Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich angemessen vorzustellen. Traurigerweise kann ich in der dritten Realität für eine Zeit lang nicht gesehen werden. Ich bin Remo, der schreckliche schwarze Prinz der Dunkelheit. Ich weiß, wer du bist. Tu nicht so, als wäre nichts passiert. Hast du meine Eltern getötet? Wo ist meine Katze? Was hast du mit Dr. Dern getan? Ich genieße das sehr, das Leid aus deinen Augen tropfen zu sehen. Davon ernähre ich mich. Du bist die Manifestation meiner Gelüste. Ich benutze dich für alles, was ich will. Du unterstehst meiner Macht. Das stimmt nicht, nicht mehr. Du trickst mich nicht mehr aus. Sag mir, warum hast du meine Eltern getötet? Warum? Du unterstellst mir, dass ich etwas Schreckliches getan habe? Ich habe dich in der Nacht vor meinem Fenster gesehen. Du musst es gewesen sein. Du vertraust deinen Augen zu sehr. Hast du nicht gelernt, dass die menschlichen Rezeptoren schwach sind? Dein Körper ist zerbrechlich, einfach zu verderben. Nein, das kann nicht sein. Hör auf! Ich habe es nicht getan. Ich war es nicht. Hör auf! Wer war es, Liebling? Wer hat deine Eltern getötet? Das matte kleine Vieh muss leiden und sterben, bevor es ein Stern wird. Ich habe meine Eltern nicht umgebracht. Habe ich nicht. Das Monster will mich reinlegen. Ich weiß es. Jeder hier ist verrückt. Ich muss mein Kätzchen finden und abhauen. Okay. Kätzchen, mein Liebling, ich bin für dich da. Geht es dir gut? Kätzchen, antworte mir. Was ist los mit dir? Warum redest du nicht mit mir, Mr. Midnight? Bitte tu mir das nicht an. Schnurr. Sprich mit mir, Mr. Midnight. Das ist nicht lustig. Es ist dieser Ort, oder? Du musst hier weg, damit du widersprechen kannst. Ich bring dich nach Interstar, mein Liebling. Volentras kann uns helfen. Nichts wird uns wieder sein, das verspreche ich. Ich bin gleich wieder da. Ich muss Dr. Dern helfen. Scheint Schwierigkeit zu stecken. Dr. Dern, geht es Ihnen gut? Aufwachen, bitte. Dr. Dern, machen Sie auf. Leben Sie? Wie kann ich ihn nur aufwecken? Indem, dass ich ihn ersteche. Nein.
Eine Spritze mit roter Flüssigkeit, was ist das bloß? Den hat die gleichen Farben wie in den Toiletten. Wie kann das sein? Das brauche ich nicht. Muss ich vielleicht das selbst nehmen? Hey, vielleicht weckt ihn das auch. Ich glaube nicht. Ah, verdammt, was war das? Keine Sorge, Mr. Dan. Ich bin es, Fran. Ah, was? Ich sehe nicht so gut. Fran. Oh, aus der Asphaltanstalt. Sie waren mit mir auf dem Friedhof, erinnern Sie sich? Fran, was ist geschehen? Warum bin ich an einen Stuhl gefesselt? Was hast du getan? Ich versuche Ihnen zu helfen. Das große Monster braucht es. Wir müssen los. Komm schon, Fran. Monster. Ich habe keine Lust, Spielchen zu spielen. Okay. Es war überhaupt kein Monster. Ich wollte nur helfen. Aber was macht sie denn hier? Ich dachte, du hättest sie angekettet. Ah, das habe ich getan. Ich habe es doch gesagt, sie ist schwer zu zähmen. Soll ich sie für sie loswerden? Mich loswerden? Tante Grace, warum sagst du so etwas? Wer ist dieser alte Mann? Wie niedlich, du klingst wie deine Mutter, als sie jung war. Meine Mutter? Sie kennen sie? Wer sind sie? Ich bin Dr. Oswald Harrison. Ich weiß alles über dich, Fran. Oswald? In der Oswald-Anstalt? Ja, Fran, der gleiche alte Mann. Aber woher kennen sie meine Mutter und meine Tante? Nun, vor vielen Jahren habe ich die großartige Komplexität von Zwillingen untersucht. Lucia und Grace waren Teil meiner Studien. Sie halfen mir, den Schlüssel zum Erfolg zu finden. Der Schlüssel? Hm. Wussten Sie, dass meine Eltern ermordet wurden? Ja, natürlich. Remo hat die ganze Arbeit geleistet. Seine Manipulationsfertigkeiten sind außerordentlich. Ich verstehe nur nicht, wie du dabei so ruhig bleiben kannst. Immerhin warst du es, die das Messer gehalten hat. Ich bin nicht ruhig. Wer ist Remo? Warum jagt er mich? Sagen Sie es. Remo ist die Manifestation deiner Schwäche. Eine geblendete und machtvolle Manifestation deiner Ängste. Aber warum würde das Monster meine Eltern töten? Weil deine Eltern sich in meine Arbeit eingemischt haben. Aber ich habe dir sogar einen Gefallen getan. Du leidest. Und Schmerz steht in Verbindung zu Wachstum und Stärke, Fran. Oswald, bitte, tun Sie einfach, was Sie tun müssen. Tante Grace, sei nicht so böse mit mir. Wir sind eine Familie. Gehen wir, mein Kätzchen und ich, finden einen sicheren Ort, wo wir dich nicht stören. Bitte, lass uns einfach gehen. Ja, du hast recht, Fran. Tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Komm schon, wir gehen. Dr. Dan, geht es Ihnen gut? Geh mit deiner Tante, Fran. Ist es nicht das, was du willst? Irgendwie gerade nicht, nein. Fran, mein Schatz, hör mir zu. Du musst wissen, dass Dr. Oswald nur das Beste für dich will. Als Lucia mit dir schwanger war, wusste er, dass du ein ganz besonderes Mädchen sein wirst. Er sagte, wir sollen gut auf dich aufpassen. Aber deine Mutter hat uns verraten. Sie wollte dich vor uns verstecken. Sie dachte, wir wollten dich töten, aber das stimmt nicht. Oswald will wirklich nur dein Bestes. Damit das geschehen kann, musst du ihm erlauben, ein kleines Experiment mit dir zu machen. Und dann wird alles gut werden? Natürlich, aber es gibt noch eine Sache, die wir uns kümmern müssen. Dieser kleine Verräter muss weg. Nein! Catch. Komm schon, Fran, hör auf zu weinen, die Katze ist jetzt tot. Aber er war mein Freund. Du hast meinen besten Freund getötet. Du hast auch mitgeholfen, meine Eltern zu töten, oder? Oder? Wie kannst du noch in den Spiegel schauen? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Hör auf, Fran. Hilfe, Hilfe, bitte, Hilfe. Wage es ja nicht, Grace anzufassen, du kleines Monster.
Oh mein Gott, sind Sie total verrückt? Bringen Sie zu mir, ich führe sie in den Tod, solange sie noch warm ist. Ich muss jetzt das Gehirn extrahieren. Fran, geht es dir gut? Was haben sie mit dir getan? Sie hat versucht, mich umzubringen. Sie hatten recht, Dr. Grant. Fran war krank. Aber sie blutet. Ich kümmere mich um sie. Nein, das werden sie nicht. Sie gehört jetzt mir. Ich habe viele Jahre auf diesen Moment gewartet. Ich habe das richtige Kind gesucht. Sie hat das richtige Gehirn. Jetzt, da ich sie habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Fran, alles wird gut werden. Wer sind Sie? Ich bin Itwa, der über den viele Kinder reden. Aber Sie sind kein Mensch. Ecto pro te polantas monachrist. Orska Itwa, ich habe ihn gefunden. Oh mein Gott, bleiben Sie von dem Mädchen weg. Lassen Sie sie in Ruhe. Die kleine Fran muss geheilt werden. Die kleine Fran muss geheilt werden. Glaubst du, du kannst den gleichen Körper benutzen? Ja, sie ist noch nicht gänzlich fort. Los geht's. Oh Mutter Mabuka, du hast die Unschuld des Kindes genommen. Fran ist jetzt tot und lebendig. Wache in der Dunkelheit auf, Fran. Du wirst zum Licht gehen können. Was ist passiert? Etwa, Polantras, mein Kopf tut weh. Mr. Midnight, wie? Kätzchen, du lebst? Ich habe dich so vermisst, bitte sag etwas. Fran, wir müssen jetzt gehen. Okay. Dr. Dern, schauen Sie, das sind Etwa und Polantras. Ich habe Ihnen von Ihnen erzählt. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sind echt. Glauben Sie mir jetzt? Er kann ihn nicht hören. Ich glaube, er steht unter dem Einfluss von Mubaka. Wir müssen jetzt wirklich gehen. Aber kann er mitkommen? Er war sehr nett zu mir. Er wollte mich nur beschützen und mir helfen. Wir können ihn nicht mitnehmen, tut mir leid. Aber wir können ihn glauben lassen, dass all das ein Traum war. Er wird aufwachen und glauben, nichts von all dem ist passiert. Aber er wird sich nicht an dich erinnern, Fran. Verstehe. Naja, das ist wohl okay. Solange er sicher ist. Das ist sehr nett. Endlich siehst du weiter als deine eigenen Wünsche. Du wirst eins mit allem werden. Deine Eltern wären sehr stolz auf dich. Glaubst du wirklich? Oh, danke, Polantras. Schicken wir Dr. Grant nach Hause. Marcel Lern, nun weg da zu Densla Ecto. Auf Wiedersehen, Dr. Dern. Geh nie, Fran. Es gibt viel, das du sehen und lernen musst. Hey, das ging nach Spaß. Auf geht's, Kätzchen. Vieles weiß ich immer noch nicht. Aber eins weiß ich. Bei der Wahl zwischen Schuld und Angst wähle ich das Glück. Created by Natalia Figueroa.
auch directed und written by Natalia Figuera. Gameplay Design mit Isaac Martinson. Graphics by Natalia Figuera. Also ich muss ehrlich jetzt sagen, ich lese das nicht vor, das könnt ihr lesen, wenn es euch interessiert, aber ich finde das Spiel eines der interessantesten, die ich in letzter Zeit je gespielt habe. Die Rätsel waren jetzt eigentlich mal nicht so schwierig wie mit anderen Spielen, aber es war wirklich so ein Spiel, das zum Nachdenken angeregt hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde es gleich nochmal spielen. Also ich habe es sogar ein zweites Mal anfangen müssen, weil nachdem ich das erste Mal im Kapitel 2 war, das hat man glaube ich dann auch gemerkt, als glaube ich 2-3 Tage kein Spiel mehr gekommen ist, war das Problem, dass es meinen Spielstand nicht übernommen hat, also übernommen hat oder falsch, es hat einfach nicht gespeichert, ich musste nochmals von Anfang anfangen. Das fand ich natürlich ein bisschen blöd und darum kamen ein paar Tage kein Spiel. Nur zur Aufklärung, ich habe ja gesagt, das wird dann noch kommen, warum? Ansonsten ist es aber trotzdem verwirrend. Also wenn wir jetzt eigentlich der Geschichte glauben können, dann ist Fran wirklich von der Menschenwelt, wie hat sie ihre Eltern verloren? Und durch dieses Trauma hat sie eigentlich in andere Realismen sehen können. Und durch diese verschiedenen realen Welten, die uns erklärt worden waren, also die 5 verschiedene, sind jetzt eigentlich durch jede einzelne Welt durchgegangen. Und Fran ist jetzt sozusagen die Wächterin geworden, weil sie gerne Schlüssel sammelt. Und zudem sind auch mehrere Existenzen noch da, weil man hat ja auch mal eine zweite Fran gesehen, die noch anders existiert. Also in verschiedenen Zeitzonen. Also ich finde, es ist sehr interessant gewesen, die Ideen. Von der Lösung her muss ich wahrscheinlich noch einmal das Ganze anschauen, um das wirklich komplett zu verstehen. Weil momentan verstehe ich eigentlich nur so viel, dass durch die Drogen wurden sie jetzt eigentlich so manipuliert, dass sie jetzt angreifbar worden ist und wirklich in diese Realität gehen konnte, sodass sie Remo auch wirklich angreifen konnte. Aber ja, mehr verstehe ich eigentlich momentan noch nicht. Thank you for playing Flambeau. Danke für das Spielen. Also nochmals wirklich mein Respekt an die Entwickler. Die haben ein Spiel gezaubert, das wirklich schön war. Für meine Stimme möchte ich gerne, dass sie das nächste Mal als Sprachausgabe machen, weil ich merke, meine Stimme gibt langsam den Geist auf, so nach langem Spielen und immer reden. Wenn ich so eine Geschichte erzähle, dauert es nicht so lange. Und das diesmal war, boah. Aber ich muss ehrlich sagen, Chapeau für die Entwickler. Kommt jetzt noch etwas? Nee. Also in diesem Sinn bedanke ich mich recht herzlich. Ich kann wirklich keinen Kritikpunkt äußern zum Spiel, weil es war für mich irgendwie so eine spannende Geschichte, die jetzt irgendwie da war. Kapitel. Das Haus des Wahnsinns. Ja, wir hatten 5 Kapitel, Option. Wir haben da nichts anderes. Ja, okay. Ein Kiefer und die Augen. Also, macht's gut, habt euch Sorgen, euer Wyriad.